Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Video dreht es sich zum einen um die Gamescom und zum anderen um ein Dragon Ball FighterZ Turnier, welches auf der Gamescom stattfinden wird. Und ich dachte mir, das passt ganz gut, da kann ich ein gesamtes Video drumherum machen, denn ja, ich werde auf der Gamescom unterwegs sein und viele von euch wissen das ja nicht ganz. Also ich fange erstmal mit dem Gamescom Teil an und dann zum Ende hin gebe ich euch ein paar Infos zu dem Dragon Ball FighterZ Turnier oder FighterZ Turnier, welches ja gerade erst angekündigt worden ist vor ein, zwei Tagen, was ich sehr interessant finde. Also, ich persönlich bin ja in der Gaming-Branche unterwegs. Ich habe schon ein paar Mal so benannt, ich arbeite halt in einer Online-Gaming-Agentur. Das bedeutet, was ich letztendlich mache, ich leite zwei Teams, welche, ja, ich sag mal, Werbung für Gaming-Firmen machen. Also alles, was irgendwie online ist, sei es Werbung, einfach nur Branding, bla bla bla. Naja, ich brauche hier nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall aus dem Grund bin ich eigentlich jedes Jahr auf der Gamescom. Leider aber nicht ganz so, wie die meisten sich vielleicht vorstellen. Das bedeutet, ich bin zum einen auf der Gamescom. Meistens reise ich Montag schon an, diese Woche auch. Also ab nächsten Montag bin ich schon in Köln bis Samstagabend. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich von Dienstag bis eigentlich einschließlich Freitag am Arbeiten bin. Denn wir sind im B2B-Bereich, wir haben dann einen Stand und ich muss halt Kunden besuchen, bla bla bla. Viele Sachen machen, die nicht so viel Spaß machen manchmal, aber manchmal auch schon. Das bedeutet, wenn ihr mich auf der Gamescom seht, sprecht mich ruhig an und ich werde selbstverständlich auch versuchen, aus der Gamescom, gerade im Anime-Games-Bereich, so viele Informationen wie möglich mitzubringen, denn ich glaube, da wird so das ein oder andere angekündigt. Vielleicht neuen DLC für Xenoverse 2. Ich werde hoffentlich das erste Mal an Dragon Ball FighterZ Hand anlegen können. Habt auch im Sinn, dass am 22. August die Beta-Registrierung für das Spiel endlich losgeht. Dann gibt es auch noch ein bisschen was zu den Naruto Shinobi-Teilen. Vielleicht gibt es sogar ein bisschen was zu den Mobile-Games, das heißt Bleach, Dragon Ball Dokkan Battle oder auch eben sogar Naruto Blazing. Ja, Blazing Battle, glaube ich, heißt das. Die spiele ich aktuell auch, will ich irgendwann hier auch ein bisschen was zeigen. Das bedeutet, ich werde versuchen, ein bisschen aus der Gamescom was zu covern. Das schaffe ich aber nicht hundertprozentig, dadurch, dass ich am Arbeiten bin. Aber als Information, solltet ihr mich dort sehen, sprecht mich ruhig an. Ich bin meistens entweder im B2B-Bereich oder in der Plaza. Samstag werde ich auch privat ein bisschen rumlaufen. Da ist ja der B2B-Bereich. Ach ja, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, B2B bedeutet Business to Business. Das heißt, wo die ganzen Firmen unterwegs sind. Und man nennt den Bereich, wo, ich sag mal, die Besucher unterwegs sind, den B2C-Bereich, also den Business-to-Customer-Bereich. Und dort bin ich nicht ganz so viel unterwegs. Dafür aber am Samstag, weil ich mir natürlich selber das Ganze auch anschauen möchte. Heißt, wenn ihr ein bisschen so Background-Infos haben wollt, solltet ihr mir auf Twitter folgen, denn ich werde definitiv hier und da ein bisschen was posten, ein paar Bilder, da ich schon da bin, während die Stände aufbauen. Das finde ich immer ziemlich genial zu sehen, was da für Riesendinge innerhalb von einem Tag tatsächlich aufgebaut werden. Werde auch versuchen, dort auf Twitter mal hauptsächlich mit euch zu interagieren, falls ihr irgendwas wisst oder irgendwas einfach gehört habt und wissen wollt, ob ich davon gehört habe. Und werde auch versuchen, vielleicht den ein oder anderen kurzen Video als Zusammenfassung nochmal hochzuladen. Bin mir aber nicht sicher, ob ich das schaffe, deswegen möchte ich das definitiv nicht versprechen. Aber das heißt auch, dass ich nächste Woche eben nicht zu Hause bin. Das heißt, Kommentare beantworten wird ein bisschen dauern und ich werde ein paar Videos vorbereiten, bin mir aber nicht sicher, ob ich auch für jeden Tag ein Video hinkriege. Aber so ist das Leben. Manchmal möchte man viel und manchmal kriegt man das nicht hin. Aber auf der anderen Seite kommen wir zu dem Thema Dragon Ball FighterZ Turnier. Und das fand ich sehr interessant. Habe ich auf Twitter gesehen, dass Bandai Namco ein offizielles Dragon Ball FighterZ Turnier mit der ESL auf der Gamescom 2017 machen wird. Und das nennt sich Dragon Ball FighterZ 1 Gamescom Registration Cup 2017. Ihr findet dazu unten in der Videobeschreibung einen Link, das ist halb auf Deutsch, halb auf Englisch, nicht ganz übersetzt leider, aber letztendlich ist das folgendermaßen. Wenn ihr einen ESL-Account habt, den kann sich jeder kostenlos erstellen, also ich persönlich hatte noch keins, weil ich eigentlich nicht so ESL-Spiele spiele, sondern eher, ja, ich sag mal, die handelsüblichen Online-Games, dann könnt ihr euch dort für dieses Turnier registrieren. Das Turnier wird am 25. August, also am Freitag, stattfinden. Uhrzeit steht da leider noch nicht ganz genau drin. Ich gehe davon aus, aber irgendwann frühen Vormittag bzw. späten Nachmittag. Und es ist so, dass es ein One-on-One-Turnier sein wird, das heißt 1 gegen 1. Best of 3 bedeutet, der zuerst 3 Matches gewinnt, der hat die Runde gewonnen. 300 Sekunden Zeit wird es für den Match geben und es ist ein Single Elimination Bracket. Bedeutet, ihr kämpft gegen jemanden, wenn ihr ihn besiegt, kommt ihr eine Runde weiter. Ich habe keine Ahnung, was es zu gewinnen gibt, das steht da auch nicht. Da steht eigentlich nur tatsächlich, was ihr machen dürft, wie es abläuft und was ihr nicht machen dürft, was ich sehr interessant finde. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass man entweder Dragon Ball FighterZ direkt gewinnen kann, Collector's Edition, eine Konsole oder ähnliches. Das heißt, es gibt immer einiges coole Sachen und für mich persönlich ist das super interessant. Ich bin nicht der beste Fighting-Game-Spieler, das sage ich auch dazu, aber ich werde versuchen, dort tatsächlich reinzukommen, weil ich Bock drauf habe, um das Spiel auch einfach mal kompetitiv ein bisschen zu spielen und zu sehen, wie andere Spieler drauf sind. Ich habe jetzt schon einige Gameplays gesehen, konnte es selber aber noch nicht spielen, also Hand anlegen. Ich bin sehr gespannt auch, was für ein Bild dort sein wird. Mit Bilden, ja, das nennt man
einfach die aktuelle Version des Spiels. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir schon den Beta-Build spielen werden. Das heißt, mit Krillin, mit Piccolo und mit Future Trunks als Charaktere. Und ich hoffe sehr, dass diese drei Charaktere sich ein bisschen komplexer spielen als das, was man bis jetzt von den anderen gesehen hat. Denn die Entwickler haben auch gesagt, hey, wir haben uns bewusst für diese Anfangscharaktere, für den ersten Build, den wir auf der E3 gezeigt haben, entschieden. Das heißt, so mit Goku, Gohan und so weiter. Weil das die einfacheren Charaktere waren, damit Leute schnell in das Spiel finden. Sie haben aber auch gesagt, dass sie viel mehr Tiefe in dem Gameplay reinbringen, gerade mit den weiteren Charakteren, die jetzt nach und nach announced werden. Und ich gehe ganz stark auch davon aus, dass es auf der Gamescom den ein oder anderen Announcement genau dazu geben wird, zu Dragon Ball FighterZ Charakteren, vielleicht sogar ein offizielles Release-Datum. Und wie gesagt, habt den Sinn, am August 22. geht die Beta-Anmeldung los. Es gibt leider immer noch keine Seite. Sobald es die gibt, werde ich auch das auf Twitter posten. Aber die eigentliche Beta soll ja irgendwann im September stattfinden. Und ich sag's ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Das soll es schon gewesen sein, sollte ein kleines Update-Video sein, damit die Interessierten von euch Dragon Ball FighterZ definitiv vielleicht auf Gamescom spielen können, wenn sie da sind. Und diejenigen von euch, die einfach nur wissen wollen, was hier abgeht nächste Woche, ich bin nicht da und wie gehabt, ich werde versuchen, ein bisschen was vorzubereiten. Als letzten Punkt für dieses Turnier, ihr müsst ein eigenes Gamescom-Ticket haben. Das bedeutet, selbst wenn ihr euch anmeldet, heißt das nicht, dass ihr reingelassen werdet. Ihr müsst ein Gamescom-Ticket haben, um am Turnier teilzunehmen. Ist für mich eine Selbstverständlichkeit, also kann man sich vorstellen, vielleicht denkt der eine oder andere, dass sie einen reinlassen würden. Leider nicht, es ist nicht so gedacht, aber ich denke mal, das wird bestimmt eine coole Sache und vielleicht kann ich davon auch ein bisschen Footage machen, das heißt, viele Leute da mitmachen, wie das Ganze abgelaufen ist und dann würde ich es natürlich auch hier hochladen. Das soll es jetzt gewesen sein, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir auch gerne unten rein, ob ihr auf der Gamescom unterwegs seid, wenn ja, wo ihr unterwegs seid, worauf ihr euch freut, was ihr euch anschauen möchtet und ihr könnt natürlich euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball Games Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.